Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute mal wieder so ein kleines Collection-Update meinerseits. Das letzte ist jetzt schon ein bisschen her, ich glaube so noch nicht ganz einen Monat, aber so 3 Wochen. Ihr seht, das letzte hatten wir gemacht am 14.8. und jetzt haben wir quasi den 4.9. Ich habe hier auch meine Tabelle schon ein bisschen ausgefüllt, dass wir so ein bisschen sehen, wo wir quasi Fortschritte gemacht haben und ja, auch wie viele Fortschritte wir quasi gemacht haben. Wir können aber zuerst mal einmal hier auf die quasi Gesamtübersicht im Data for Azeroth gucken. Mittlerweile habe ich ganz gute Sprünge gemacht. Ich hatte ja zuletzt die ganzen Berufsrezepte gefarmt gehabt, beziehungsweise dann angefangen so ein bisschen in die Covenant-Geschichten zu gehen in Shadowlands. Und zwar war da ja noch das ganze T-Mog von den anderen Rüstungsklassen offen, was ja im Endeffekt ein Haufen Arbeit ist, dieses ganze Pakt-Feature-Zeug freizuschalten, aber halt nicht viele Punkte bringt, ne? Also wir reden jetzt hier von diesem Complete-Score. Und da gibt es ja für T-Mog immer nur einen Punkt. Heißt, man macht ewig viel Zeug und kriegt immer nur einen Punkt. Die Rezepte waren da durchaus ergiebiger. Und jetzt habe ich auch schon ein bisschen angefangen zu questen. Und da würde ich sagen, können wir jetzt gleich mal so ein bisschen auch reingucken, was ich so gemacht habe die letzten Tage. Mittlerweile bin ich hier im Komplett-Ranking auf Platz 7 angerangt. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Den Shogun, das ist der Typ, der die Seite auch macht, den habe ich jetzt ein bisschen abgehängt. Bin 3K, sogar ein bisschen über 3K Punkte vorne und bin schon an den nächsten beiden dran. Bin fast bei 777.000. Ihr seht, ein paar Punkte fehlen noch. Die mache ich vielleicht später jetzt noch. Und ja, also sprich, den beiden Kollegen bin ich schon ein bisschen auf die Fersen. Da oben wird es dann natürlich, sind die Abstände ein bisschen größer, aber ja, erstmal das Ziel ist jetzt hier diesen Recon Bravo und den X-Fire, dass wir die vielleicht kriegen und dann schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal rein, was habe ich so die letzte Zeit an sich gemacht, beziehungsweise gucken wir erstmal die Tabelle an und dann gehe ich so ein bisschen hier im All the Things durch, machen wir es so rum. Also wir sind jetzt, wie ihr es gerade schon im Data for Azeroth gesehen habt, bei knappen 777.000. Ich habe quasi jetzt die letzten 3 und ein bisschen was Wochen 8.000 Punkte plus gemacht. Ihr seht, das ist deutlich mehr als im letzten Zeitraum. Liegt ein bisschen dran, ich habe meine ganzen Marken ausgegeben für die Juve-Symbole, die ich ja jetzt mittlerweile ein Jahr lang gefarmt habe. Da gab es ja auch 1-2 Videos zu, wo ich euch das einmal gezeigt habe mit den Münzen. Ich glaube, in dem einen Video hatte ich sogar nicht ganz genug Münzen. Also das war ein bisschen eine Fail-Planung, aber gut, sowas kommt vor, ne? Da habe ich dann einfach noch fertig gefarmt. Mittlerweile habe ich die. Dann können wir mal gucken, im Score sind wir quasi 4 Plätze hochgerückt von, oder runtergerückt, je nachdem wie man es sehen will, von Platz 11 auf Platz 7. Dann Achievements-Punkte, gab es 70 Punkte, das waren einfach die neuen Fated Raids, ist ja mittlerweile der Patch rausgekommen in der Zeit. Dann haben wir hier einen Mount dazu bekommen, das ist glaube ich auch dieses Fated Mount, oder ist das, eigentlich müssten es 2 sein, weil ich habe auch das Mount aus dem Ding bekommen. Das wundert mich jetzt gerade. Ich habe auch das Mount aus dem Dingsterbumster bekommen hier für M+. Komisch. Da müsste ich mal nochmal gucken. Pets hat sich nichts getan, da sind ja keine neuen dazugekommen. Also sowohl beim Pet Score als auch Toys sind nicht dazugekommen. Dann Appearance habe ich 880 bekommen, das meistens nebenbei beim Questen. Und halt ein paar von den Appearance aus diesen Pakt-Features. Titel habe ich einen bekommen, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was das für einer ist, wenn dann M+ oder aus den Fated Raids einer. Reputations, tut sie nichts, die habe ich ja alle fertig. Rezepte, seht ihr, sind es 242, das waren diese ganzen Juve-Dinger und 454 Quests habe ich erledigt. Und hier unten haben wir nochmal Pets, Feast of Strengths und Legacy Achievements, das sind ja quasi Heldentaten. Alls habe ich einen Char wieder hochgezogen, bin ich jetzt bei 53 Max-Level Chars. Old Score ist halt dann auch ein bisschen hochgegangen und das Honor Level bzw. die Kills sind auch ein bisschen hochgegangen, aber wie gesagt, das habe ich so nebenbei bekommen. Und hier unten haben wir dann noch All the Things. Da ist es dann so, dass ich quasi von fehlenden 28.500 Items auf 26.000 irgendwas runter bin, also 2.400 plus gemacht habe. Und Prozente haben wir 1,4% im Overall All the Things plus gemacht. Also ich bin ja im wie heißt es, Insane Account Completist Modus, also das ist quasi alles, 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 also mehr kannst du quasi nicht haben, also wenn Insane davor steht, hast du alles aktiviert quasi. Gut, dann schauen wir mal rein, bei dem ersten, wo ich ja seit längerem dran bin, sind die Berufe und da fehlen mir jetzt noch ein paar Sachen, hier gut, das ist unter Angeln ist quasi dieser hyperkomprimierte Ozean noch drin, das sind T-Mog-Sachen, das sind quasi keine Rezepte.
Dann bei Juve sind es jetzt noch ein paar Sachen. Ihr seht einmal eins, was ich jeden Tag am Farmen bin, von Odin in den Hallen der Tapferkeit. Ich weiß nicht, wie viel im Monat ich das jetzt schon mache, mit zwei Chars. Ich gehe jeden Scheißtag zu Odin rein, mit sowohl meinem Shami als auch mit meinem Paladin und hau den um. Das Ding will ja nicht droppen. Ich weiß nicht, wie viele 100 Tries ich schon habe. Und einmal die Woche halt noch Mythic, ne? Das hat ja eine Mythic Weekly Lockout ID und eine HC Daily Lockout ID. Also da habe ich dann 14 plus die zwei HC IDs, 16 Tries die Woche habe ich auf Odin und ja, der will es halt einfach nicht rausrücken. Keine Ahnung, wie lange ich da jetzt noch unterwegs bin, aber irgendwann kriege ich es hoffentlich. Und die anderen Rezepte, die mir bei Juve noch fehlen, das sind alles von diesen Cutter World Drop Geschichten. Die kann man am besten bei den Cutter World Bossen farmen. Und da habe ich immer mal wieder, wenn ich quasi auf dem zweiten Account nichts zu tun habe, stelle ich mich da hin und hau die mal um. Aber jetzt krass farmen tue ich die aktuell nicht, weil da reden wir von tausenden Kills, bis man die kriegt. Die haben eine richtig kleine Drop-Chance und ja, das ist nur so eine Sache, die man macht, wenn man quasi mit einem Charmer AFK irgendwo stehen kann. Dann macht es Sinn, aber die aktiv zu farmen tue ich aktuell nicht. Schlossknacken sind quasi nur Kisten, das sind auch nur T-Mog-Items. Die werde ich mir irgendwann mal übers Auktionshaus zusammenkaufen. Einige seht ihr, kosten mehrere Millionen Gold, also das ist so eine Sache. Und das andere Rezept, was ich da noch kriegen kann, ist quasi einen Schneiderhut aus Cutter. Und der ist von denselben Worldbossen wie hier die Dinger. Ne? Das sind vier Items, was diese Cutter-Worldbosse droppen. Und das ist halt ein ziemlich ätzender Kack. Heißt, das Einzige, was ich aktiv noch am Farmen bin von den Rezepten, ist quasi die Halskette aus Legion. Und die Cutter-Dinger, die so nebenbei, wenn mal Zeit ist. Was komischerweise hier nicht drin ist, sind noch ein paar andere Rezepte. Und zwar, warte mal, machen wir hier mal das raus. Was ich euch das letzte Mal schon gezeigt habe, zusätzlich sind es dann noch hier aus dem Kochberuf einmal die Rezepte. Und zwar sind die ja alle von ich bin mir jetzt gar nicht sicher, von einem von diesen Event. Ich glaube, Pilgerfreunde müsste das sein. Und da muss ich halt einfach noch warten, bis wieder Pilgerfreunde ist. Und dann kann man dementsprechend die Rezepte mit den Hordenchars holen. Das sind 5 Rezepte, glaube ich. Genau. Also die sind da auch noch offen, sozusagen. So, ich nehme mir mal noch einen Schluck. Dann gucken wir mal weiter. Ich habe auch natürlich bei diesem Covenant-Gedönse noch ein bisschen weiter gemacht. Und das kann ich euch mal rüberziehen. Das sieht man nämlich auf dem Twink ein bisschen schöner. Mittlerweile sieht es nämlich ganz gut aus bei diesen ganzen Sets. Scrollen wir mal einmal dorthin, wo ich hin will. Hier, Kyriana, da sind wir richtig. Ihr seht, also das ist jetzt mein Hunter. Ne? Mit dem Main habe ich natürlich diese ganzen Sets schon alle tutti kompletti fertig. Und jetzt kann ich euch mal zeigen. Also bei den Vent hier. Das ist mein Monk. Ah, ich wollte gerade sagen, warum habe ich denn alle Sets? Okay, machen wir es anders. Bin auf dem falschen Char. Was mir noch fehlt an den Sets, kann ich es eigentlich auch bei dem hier zeigen. Ich dachte, ich habe meinen Hunter da als zweiter Account am Laufen, aber das war der falsche. Also mir fehlen jetzt quasi noch zwei Sets, die ich noch nicht habe. Ich habe alles bei den Koreanern fertig. Ich habe nämlich mit allen Chars die Koreaner Arena komplett gespielt und auch alle 30 Demut-Kämpfe. Das war ein Haufen Aufwand, aber das konnte man zumindest ohne Lockout durchballern. Dann bei den Necrolords habe ich das Einigkeitsset mittlerweile auch fertig. Kampagnenruhm hatte ich. Was mir jetzt noch fehlt, ist Monstrositäten-Flickerei-Set. Bei dem ist es so, dass man jede Woche bei allen Monstrositäten, die man hat, quasi eine Quest bekommt. Und bei den bestimmten Quests können halt T-Mog-Items dabei sein. Das ist halt einfach eine RNG-Sache. Und letzte Woche war es mal wieder so, dass ich bei den drei Chars, also Stoff, Kette und Platte, wo ich das mache, ich glaube, bei einem habe ich einen Teil gekriegt, beim anderen habe ich zwei Teile gekriegt, beim anderen habe ich gar keinen Teil gekriegt. Das ist halt random, ne? Ich glaube, mir fehlen, bei meinem Kettenchar fehlt mir noch ein Item, quasi fürs volle Set, beim Stoffchar noch zwei und beim Plattenchar, glaube ich, auch noch zwei oder drei Items. Also, ja, das wird halt noch ein bisschen dauern. Da Nightfee bin ich auch mit allen Sets bei allen Klassen fertig und bei den Vent hier bin ich bis auf das Gluthof-Set müsste das sein, komplett fertig und da ist es so, dass mir nur noch der Kopf bei allen drei Rüstungsklassen fehlt und zwar kriegt man den erst, wenn man ehrfürchtig ist und wenn ich jetzt richtig weiß, bin ich bei 15 oder 16.000 Ruf bei allen meinen Chars beim Gluthof, bei diesen anderen drei Rüstungsklassen, heißt, ich brauche blöderweise noch zwei Gluthöfe. Ich krieg so, weil die alle Menschen sind, 4.500 Ruf und ich brauche halt irgendwie 5.000 und ein bisschen ein paar zerquetschte, ne? Das ist ein bisschen blöd. Hätte ich jetzt ein, zwei Gluthöfe mehr beim Dunkelmond-Jahrmarkt gemacht, dann hätte es vielleicht mit einem Gluthof noch gereicht, aber naja.
jetzt muss ich halt doch noch 2 Gluthöfe machen und dann habe ich das Set auch fertig. Heißt, mit dem Ventier-Set bin ich spätestens in 2 Wochen mit allen durch. Und mit dem Necrolord-Set, naja, das kann nächste Woche, kann ich alle Teile kriegen oder es kann noch 10 Wochen dauern, wenn das RNG halt schlecht ist. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Ich kann es euch hier auch nochmal zeigen. Dankbare Gaben, seht ihr, brauche ich hier gar nichts mehr. Die Währung habe ich zu 100% abgeschlossen. Und Anima steht jetzt drin, dass ich nur 8700 irgendwas brauche. Und ihr seht, da sind jetzt 4 Köpfe drin für die 4 verschiedenen Rüstungsklassen. Ne, 3 verschiedene Rüstungsklassen. Alles Gluthof gemarkt und dann ist noch eine Waffe drin. Das habe ich erst danach gecheckt. Es gibt auch eine Waffe, die man beim Gluthof direkt kaufen kann, die man nicht durch die anderen Covenants-Features kriegt. Und das ist eine Glaive. Und die kannst du auf respektvoll kaufen, weil du ab dann ein Item kaufen kannst. Und wenn du das Item kaufst, kriegst du wiederum einen Händler und der verkauft Waffen. Ist ein bisschen strange. Mittlerweile bin ich auch mit dem DH den Gluthof am Machen. Und auch etwa in 2 Wochen, wenn die anderen fertig sind, müsste ich mit dem auf respektvoll sein, um dann dementsprechend die Glaive kaufen zu können. Heißt, sowohl mit meinen 3 Rüstungsklassen als auch mit dem DH müsste ich in 2 Wochen durch sein. Dann kann ich mir die Sachen kaufen und dann bin ich mit Anima quasi auch durch. Genau, so viel zu den Covenant-Sachen. Gut, jetzt kommen wir zur letzten Geschichte, die ich jetzt aktuell am Machen bin. Und zwar, ich habe ein bisschen angefangen mit diesen ganzen Quests. Und da habe ich jetzt erstmal losgelegt, bevor ich jetzt in Außenbereichen alle Zonen durchqueste, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt erstmal diese ganzen Special-Sachen. Ne? Und dann habe ich halt angefangen, hier im Agentums-Turnier gab es halt verschiedene Quests, die ich noch machen musste auf der Hordenseite, die habe ich mittlerweile alle gemacht. Unter anderem war hier drin auch diese Quest mit diesem ramponierten Schwertgriff. Ich habe mir jetzt extra für 70k auf einem Horden-Server diesen scheiß ramponierten Schwertgriff gekauft, um 5 oder 6 Quests machen zu können, die da drin war. Aber selber farme ich mir den sicher nicht. Ne? Und da waren halt einige so Sachen drin. In Qatar waren ein paar Quests drin, in MOP war so eine Horden-Szenario-Quest drin, die ich gemacht habe. In Warlords of Draenor waren verdammt viele Quests bei diesen Gebäuden drin. Unter anderem hier beim Stall hatte ich, glaube ich, 70 Quests oder so. Mittlerweile ist es noch eine, die muss ich jetzt mal, die sind quasi immer daily, ne? Da kann man immer daily, am Anfang waren es immer 6 Quests, die ich täglich machen konnte und das sind quasi die Quests, wo man sich am Ende diese Mounts erspielen kann. Also das war auch ein Haufen Holz zum Erspielen oder auch unter anderem im Sägewerk waren dann Quests und bei allen möglichen Gebäuden. Die habe ich jetzt soweit alle schon fertig. Und ja, dafür musste ich mir halt auf der Hordenseite die ganzen Gebäude nochmal bauen, Quests machen. Ich hatte die natürlich auf der Allianzseite schon gemacht, aber das sind auf der Hordenseite quasi alles nochmal extra Quests. Und was ich dann auch gesehen habe, es gibt dann noch eine Garnisonskampagne, die ist auf der Hordenseite natürlich auch eine andere. Und die ist blöderweise weekly. Heißt, man kann jede Woche immer nur einen Kampagnenabschnitt machen und das sind, weiß ich nicht, 9 Kampagnenabschnitte, irgendwie sowas um den Dreh rum. Heißt, ja, da habe ich jetzt auch schon einiges gemacht. Ein Kampagnenabschnitt, wie ihr seht, fehlt mir jetzt noch und dann bin ich da zum Glück auch fertig. Dann habe ich hier in Legion noch einiges gemacht gehabt und zwar gibt es hier diese Order Hall und das Gute ist, ich habe mir damals mit allen Klassen das Mount schon geholt, heißt die Order Hall Kampagne schon komplett durchgespielt. Es gab aber noch in den verschiedenen Order Halls Sidequests, die ich nicht hatte und was ziemlich kacke war, in diesen Order Hall-Kampagnen ist es so, dass es so Breadcrumb-Quests gibt. Und diese Breadcrumb-Quests sind quasi so Quests, wo dich einfach ein NPC zu einem anderen schickt. Die Quest musst du aber nicht unbedingt machen, sondern du kannst auch direkt zu einem anderen NPC gehen. Meistens sind es so Quests, wenn du irgendwo mitten in einer Kampagne aufgehört hast und du dann einfach in dein Lager zurückgehst, dann schickt er dich wieder dahin, und weil sonst weißt du halt nicht, wo du genau warst in der Kampagne, ne? Und wenn du halt die Folgequest gemacht hast, dann kriegst du die Breadcrumb-Quest mehr nicht mehr, weil der Sinn, dich quasi weiterzuschicken, ist ja dann dahin. Und wenn du die halt auch machen willst, dann bleibt dir eigentlich nur 2 Optionen. Option 1 ist, du stellst dir einen komplett neuen Char und machst die komplette Kampagne neu, weil du die Quest sonst nicht mehr kriegen kannst. Oder mittlerweile geht es ja mit dem Party-Sync, du singst dich mit irgendeinem Char, der diese Quest noch nicht gemacht hast und machst halt auch nochmal. Das habe ich halt gemacht. Jetzt musste ich bei manchen Chars die halbe Kampagne wegen einer Kack-Breadcrumb-Quest nochmal durchspielen, aber ich habe das gemacht und mittlerweile sind die jetzt alle raus hier. Ne? Das Einzige, was ich jetzt noch drin habe, ist hier so ein Special-Feature. Und zwar gibt es dann so eine Skillung in der Kampagne, wo man, oder in der Order Hall, wo man quasi einen, ja, so einen Dämon beschwören kann, der auch dann Temoglut droppt. Die Geschichte ist, da braucht man halt 3 Hexenmeister. Und ich habe bis jetzt noch keine 3 Hexenmeister gefunden, dass ich diese Quest einmal machen kann, um das abzuschließen. Da muss ich mal schauen, das findet man bestimmt schon. Sonst das andere habe ich alles fertig. Und da sind es dann halt immer nur noch Artefakt-Waffen-Skins, ne? Und ja, in BFA habe ich jetzt auch ein paar Quests raus. Da gab es einige Quests für diese ganzen verbündeten Völker. Die habe ich gemacht gehabt. Und sonst sind hier eigentlich
keine Quest-Geschichten mehr, außer hier so eine Sache, da muss man diese neue Blutelfen-Quest einmal mit einem Non-Paladin machen, weil der ein anderes Ende hat. Das müsste ich noch machen, genau. Also da in der Erweiterungswiese die ganzen Special-Quests habe ich soweit fast fertig. Und dann bin ich hergegangen und habe ein bisschen hier unter den Dungeons die ganzen Quests gemacht. Und da war echt einiges drin, vor allem bei der Hordenseite waren hier teilweise einige Quests, die habe ich alle erledigt. Manche waren auch ein bisschen ätzend tatsächlich. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, es gab hier Quests in einer Instanz, Burg Schattenfang war das, glaube ich, genau. Da waren irgendwie 20 Quests drin. Und zwar für jede Rassenkombination gab es eine Quest, dass man quasi von der Burg Schattenfang zur Burg Schattenfang musste. Das Witzige ist, als ich dann eine von den Quests gemacht hat, wurden alle anderen automatisch als abgeschlossen angezeigt. Also das war eigentlich ganz gut. Das war eine schnelle Nummer. Eine Quest gemacht, 20 Quests abgeschlossen bekommen. Das hat auf jeden Fall effizient Punkte gebracht. Weil ich dachte mir schon, da war dann drin gestanden, die eine Quest kriegst du mit einem Priester Untot, die nächste mit einem Priester Ork, die nächste mit einem Priester, also mit jeder Rassenklassenkombination gab es eine Quest. Und dachte man, nein, ich kann mir die alle erstellen, hochspielen und für eine Quest dann, aber das hat zum Glück dann so geklappt, ne? Und aktuell habe ich die ganzen Quests raus. Das Einzige, was ich jetzt noch offen habe, sind quasi Quests hier im Tempel von Ankyrei. Und da muss man immer Items sammeln quasi, um sich das Set zu bauen. Ne? Die sind zwar wiederholbar, aber das erste Mal zählt es als normale Quest. Und das ist aber eine Sache, das hat halt eine Lockout-ID. Ne? Du musst halt immer durch die Instanz durch. Und wenn du einmal durch bist, kriegst du dann quasi immer von jedem Boss hast du eine Chance, diese Teile zu kriegen. Und die kannst du dann abgeben. Ne? Die meisten Sachen, ihr seht hier diese Skarabäus-Dinger oder diese Götzen, die kannst du auch im Haar kaufen oder die kriegst du eigentlich in der Instanz hergeschmissen. Aber dieser spezielle Boss-Loot ist halt, da musst du halt Glück haben, dass du das richtige Token quasi kriegst. Ne? Du brauchst das Rogue halt, das Rogue-Token und nicht das vom Priester. Und das muss ich halt über die nächsten Wochen noch machen. Aber ja, das ist es soweit dann mit den Raid- bzw. Dungeon-Quests. Ich habe zwar noch, glaube ich, ein, zwei Quests offen. Und zwar in Legion ist es, glaube ich, so. Da sind nämlich teilweise Quests, die du nur kriegst, wenn du vorher die ganze Zone oder so durchquestest. Ne? Da habe ich dann schon mal ein bisschen geguckt, wo ich die Quests herkriege. Hier zum Beispiel in Tyrant's Horde oder ich glaube in, wo war es denn? Ich glaube bei Ashara war es auch der Fall. Die wollte ich dann eigentlich auch angehen, bloß habe ich dann gesehen gehabt, dass ich quasi die Quest nicht einfach annehmen kann in der Instanz, sondern ich bin da halt quasi darauf angewiesen, warte, da haben wir sie, dass ich dann halt ein bisschen mehr Quest. Komisch, dass mir das jetzt hier nicht angezeigt wird. Ah, ja klar, weil ich mit dem Char das alles schon durchgequestet habe, deswegen wird mir das nicht angezeigt. Aber um diese Quest zu kriegen, musst du quasi vorher die komplette Zone durchquesten, ne? Jetzt wird mir das leider hier nicht angezeigt, weil ich halt mit dem Char diese Zone schon komplett durchgequestet habe, aber für die anderen Rüstungsklassen zum Beispiel ist da halt die Problematik, ne? Da muss ich halt 90% von der Zone durchquesten, um halt die letzte Quest zu bekommen. Das ist blöderweise in den anderen Zonen auch so. Heißt, die klammere ich erstmal aus, da mache ich dann halt vorher die Zonen und gut ist. Genau. Und jetzt habe ich dann schon begonnen, hier ein bisschen in Außenbereichen zu questen. Und zwar, seht ihr hier Nordend, habe ich schon 5 Zonen müsste es sein. Ich bin gerade überlegen, was habe ich gequestet. Schauen wir es mal auf der Karte, dass ich euch nichts Falsches erzähle. Genau, ich habe quasi Sturmgipfel habe ich gequestet, Scholasar, dann Heulender Fjord habe ich gequestet, Brojanische Tundra und die Drachenöde. Ich brauche jetzt quasi noch Grizzlyhügel und die Eiskrone. Und hier habe ich es auch tatsächlich so gemacht, dass ich halt nicht nur das einmal durchgequestet habe. Mit Allianz hatte ich das eh schon. Habe das jetzt hauptsächlich mit der Horde gemacht, sondern ich habe halt auch mit allen Rüstungsklassen das gemacht. Ne? Heißt, alle Tremok-Sachen, Stoff, Platte, Kette, alle Waffen und so mitgenommen. Und dann auch, wenn es so Händler oder irgendwas anderes noch gab, habe ich das halt auch mitgenommen, dass das quasi hier komplett raus ist. Und ich sag euch, das dauert länger als gedacht. Also so eine Zone kann man schon mal 3-4 Stunden rechnen, vor allem wenn man alle Rüstungsklassen dann noch mitnimmt. Teilweise ein zweiter Account mitgeschleppt, teilweise wenn es nur ein paar Sidequests war, dann die Quest 2-3 Mal gemacht. Also das ist schon zeitaufwendig. Ich dachte, das geht ehrlich gesagt schneller, weil man mit einem Max-Level-Charter ja eigentlich relativ schnell drüber rutschen müsste. Aber ja, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Und ja, mal gucken. Jetzt werde ich quasi bis Ende von Ende von Shadowlands noch versuchen, möglichst viele Zonen durchzuquesten. Aber ich werde sicher nicht alle schaffen. Also ich habe mir das mal durchgezählt. Es sind fast 100 Zonen. Und wenn alle so lange dauern, dann wird das leider nicht klappen. Denn ich bin ja aktuell auch noch ein paar andere Sachen am Machen.
Unter anderem habe ich ja eine Geschichte jetzt fertig gemacht, hier dieses M-Plus-Gedönse, ne, um quasi einmal das Mount zu kriegen für M-Plus, da habe ich ja, glaube ich, auch schon ein Video gemacht. Und auch für, wo haben wir es? Ne, das ist nicht da drin, und das sind Heldentaten drin, Dungeons, hier diese ganzen Ports, ne, ich wollte halt die Heldentaten haben. Also da gibt es einmal die Heldentat quasi pro Instanz, die man auf 20 In-Time hat. Und da braucht man quasi beide Karasan-Teile, beide Mechagon-Teile, einfach Grimglies und hier die Eisendogs. Und dann hat man quasi die ganzen Achievements. Und zusätzlich gibt es dann hier noch so schicke Ports. Wo haben wir sie? Ne, die sind da drin. Man sieht ja, jetzt haben wir zum Beispiel hier einen Karasan-Port oder gut, die WoD-Ports hatte ich eh schon vom Challenge-Mode. Aber hier Battle for Azeroth, ne, nach Mechagon kann man sich dann porten. Was halt unschön ist, die haben halt alle dieselbe Abklingzeit, ne, 8 Stunden. Und die hast du halt nur auf einem Char, mit dem du es gemacht hast. Also sprich, hier auf meinem Druid habe ich die Ports und auf keinem anderen Twink. Ist ein bisschen schade, aber gut, da kannst du nichts machen, ne. Dafür, dass man quasi einen Freeport kriegt, ist es nicht so schlecht. Und aktuell bin ich quasi dran, die PvP-Mounts noch zu erspielen, ne. Hier gibt es ja unter anderem einen Ali- und einen Horden-Mount. Und da habe ich jetzt schon mal angefangen, ein bisschen Arena zu spielen. Habe jetzt hier auch schon ein bisschen was von den Prozenten. Bin jetzt auf 1600 Rating, was jetzt noch nicht sonderlich toll ist. Und aktuell quasi ein bisschen am Gieren. Ein paar Teile fehlen mir noch, aber so nach und nach bastle ich mir quasi mein PvP-Gear voll. Weil PvE-Gear brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Den M-Plus-Content bin ich quasi durch, ne? Mehr kann ich da jetzt eigentlich nicht machen. Der Score interessiert mich jetzt persönlich relativ wenig. Und das Einzige sonst, was im PvE noch anstehen würde, wären die Raids. Da sind ja ein paar Achievements noch offen. Also die einzigen Achievements, die ich ja eigentlich noch brauche, sind quasi die hier für die Fated Mythic Kills. Ich bin ja aktuell nicht irgendwo fest am Raiden. Und wenn das dann halbwegs günstig ist, kaufe ich mir einfach die für Castle Nasria bzw. Sepulchre, und dann bin ich mit den Achievements auch komplett durch. Und ja. Aber mal gucken, im Moment wollen sie doch noch einiges an Gold. Mal gucken, wenn es halbwegs günstig wird, dann werde ich mir da vielleicht nochmal zuschlagen. Gut, damit wären wir am Ende von dem kleinen Collection-Update. Viel mehr gibt es nicht zu zeigen. Haben eh schon über 20 Minuten auf dem Tacho stehen. Ich versuche die jetzt ein bisschen regelmäßiger zu machen. Vielleicht alle drei Wochen. Mal gucken, schauen wir mal. Also, mal gucken, wie es von der Regelmäßigkeit ausgeht. Gut, damit sind wir am Ende. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.